Hallo ihr Lieben, Christian Schmal, Paterpapa, Beziehungscoach, Psychologe, mein Videoblog rund um Themen Dating, Beziehung, Liebe oder auch andere Sachen. Schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Selbstbehauptungskurs geht gerade frisch los und sicherlich noch ein oder andere Verlustangstkurs neu dabei und jetzt auch bald der Anti-Drama-Kurs. Jetzt noch zum Frühbucherpreis. Ja, heute eine Art Erfolgsgeschichte mit einer Frage, wie man jetzt weitermacht. Von Babutschkola. Hallo Christa, Ende letzten Jahres buchte ich bei dir eine E-Mail. Ziemlich traurige Geschichte. Nach über 30 Jahren flog mir meine Ehe um die Ohren. Das magische Dreieck hatte zugeschlagen. Ich bin in einer stark egozentrischen oder narzisstischen Beziehung geblieben über all die Jahre. Setzte keine Grenzen, ließ mir zu viel gefallen. Ich betone nochmal, diese Frau ist über 60. Also was alles möglich ist noch mit über 60. Mega. Es wäre auch mit über 70 möglich, also alles geht. Blieb immer bei ihm, stellte ihn auf mein Podest. Er war alles für mich, aber dann auch noch, ach ja, ich erinnere mich, dann aber auch noch 37 Tage unterwegs mit einer Freundin, so sporttechnisch. Danach mir einen Neustart anbieten, der auch nicht stimmte. Das war auch für mich als Pluspol 5 Sterne zu viel. Er hat mich belogen, betrogen. Seit Weihnachten höre ich deine Podcast gefühlt. 78.000. Ich bin so aufgewacht, habe meinen toxischen Vogel rausgeworfen, lebe in meiner Katze alleine, fühle mich mehr und mehr wohl, genieße mein Leben. Na, guck mal, wie das, was alles geht, ne? Und die Grenzen, die ich ihm nun setze, sind sehr hoch. Durch unsere Selbstständigkeit gibt es vertragliche Verquickungen, die gelöst werden müssen. Der Nullkontakt tat mir gut. Deine Aufklärung in den Videos auch. Und natürlich arbeite ich deine Module durch. Du hast mir da rausgeholfen. Ich hätte ihn vermutlich sonst nie verlassen. Ja, freut mich. Aber durch die Aufklärung, gerade in Sachen Narzissmus und toxische Beziehungen, erklärt sich alles. Ich hatte Verlustangst und ich bin kein immer freundlicher Pluspol. Ich bin sensibel, habe viel Empathie. Aber wenn ich lang genug geärgert werde, kann ich auch ordentlich austeilen. Jetzt bin ich Lichtjahre weiter, lernte im Eilverfahren, habe eine andere Ausstrahlung, neue Menschen kommen in mein Leben, ehrliche Menschen mit einem großen Herzen. Ich erfahre so viel Unterstützung, ich bin dankbar und ich mache Sachen, die ich mich nie traute. Lade meinen neuen Tanzpartner mit in Urlaub ein, hüpfe nachts in der Unterwäsche in den Pool, es ist unvorstellbar. Er ist Single, ich bin Single. Ja, good for you. Wir finden uns sympathisch, passen sehr gut zusammen, teilen Hobbys wie Tanzsport, Gartenarbeit, Malefiz spielen und Briefmarken sammeln, aber es knistert überhaupt nicht. Habe ich in deinen Wiesn-Videos auch schon gehört. Schadet halt nicht toxisch und vielleicht gar nicht. Das war bei meinem toxischen Vogel damals ganz anders. Von jetzt auf gleich 1000 Grad verliebt. Hohe Anziehung, schlechte Beziehung. Auf alle Fälle bin ich auf einem guten Weg und habe auch bald Geburtstag. So mit über 60 fängt das Leben an. In diesem Sinne, tausend Dank für deine genialen Videos und deine humorvolle Art, es rüberzubringen. Du hast mich gerettet. Ja, sehr gerne. Ja, so ist das halt, ne? Das ist die toxischen Menschen, super hohe Chemie, schlechte Beziehungen, Menschen, die vor allem vielleicht gesünder wären. Ja, vielleicht weniger Chemie, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen an andere Menschen. Man muss dann die Chip halt erstmal so nach und nach umprogrammieren. Und man kann sich immer wieder überlegen, will man das Gleiche wieder haben, nur wegen dem bisschen Chemie, was ja natürlich schön ist, aber es nimmt ja relativ wenig Zeit vom Tag so in der Regel in Anspruch. Allerdings ist das Gegenteil davon natürlich so gar keine Chemie, ist für die meisten auch nicht lebbar wirklich und man sucht halt das Einhorn, ne? Diesen Bereich dazwischen, wo jemand genügend loyal ist, empathisch ist und trotzdem genug in seiner Polarität und beziehungsweise nicht zu lieb, nicht zu nah, nicht zu needy, dass man ihn trotzdem auch sexuell spannend findet. Aber ich würde schon sagen, dass die Decke ist häufig am einen Ende ein bisschen zu kurz, aber das heißt nicht, dass man in eine toxische Beziehung gehen muss wieder. Aber klar, es ist auch in gesünderen Beziehungen gibt es häufig einen Schwerpunkt, ne? Der ist entweder auf dem freundschaftlichen Bereich oder auf dem sexuellen Bereich und es gibt wenig glückliche Paare, die das perfekt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es immer ein Teil so ein bisschen vorne ist, aber die es gut hinkriegen und langfristig ist die freundschaftliche Ebene sicherlich super wichtig und kann man jetzt sagen, ist sie wichtiger für langfristige Beziehungen? Weiß ich nicht.
Aber die häufig ist mal halt ein besseres Team und kriegt mir auf die Beine gestellt, wenn die Freundschaft hier eben stimmt. Aber klar, wenn die Leidenschaft, vor allem am Anfang, also das muss ich ganz klar sagen, also ihr solltet niemanden daten, wo ihr von Anfang an sich nichts tut, weil die Probleme gibt es früh genug. Am Anfang sollte es keine Zweifel geben, dass ihr genug Chemie habt, so, ne? Auch nicht beim bindungssicheren Partner, ganz definitiv nicht. In diesem Sinne, mach weiter so, du bist ja mal gerade auf dem Weg und bist in dieser wirklich hofft sehr schönen Phase, wo man so richtig durchstartet in sein nice, geiles Leben und einfach erstmal nur froh ist, dass das Alte vorbei ist und kann auch eine schöne Zeit sein. Also genieß es weiter, in diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.